Prinzessin sitzt zu Hause und sieht eine interessante Sendung im Fernsehen. Diese würde sie gerne aufzeichnen, um sie dann ihrer Schulklasse vorzuführen. Dies darf sie aber nicht, da es keine ausgewiesene Schulfernsehsendung ist. Sie würde mit ihrem Handeln gegen das Urheberrecht verstoßen. Frau Petersen überlegt. Sie erinnert sich, dass ein Kollege von einer anderen Schule den Film als DVD besitzt. Sie könnte sich diese DVD von ihm ausleihen. Dies darf sie aber ebenfalls nicht, da ihr Kollege mit dem Kauf der DVD kein Verleihrecht erworben hat. Frau Petersen überlegt weiter. Sie beschließt, in einer der vielen Videoplattformen und den Mediatheken der Fernsehsender im Internet zu recherchieren. Das ist zunächst einmal grundsätzlich erlaubt, bringt aber viele Einschränkungen mit sich. Frau Petersen darf das Video nur über eine bestehende Internetverbindung betrachten. Aber ob das die Internetverbindung der Schule problemlos mitmachen würde? Die Möglichkeit des Herunterladens ist nicht vorgesehen. Und selbst wenn sie es könnte, dürfte sie nur 12% bzw. maximal 5 Minuten des Films speichern und im Unterricht zeigen. Es gibt eine Lösung, die Mediathek des IQSH. Diese bietet Frau Petersen viele verschiedene Medien an. Durch Eingabe eines Suchwortes findet sie die für sie relevanten Medien. Nachdem sie sich angemeldet hat, kann sie diese direkt betrachten oder sich herunterladen und auf einen Datenträger kopieren. Dies ist urheberrechtlich korrekt und natürlich kostenlos. Frau Petersen kann ihren Schülerinnen und Schülern so den Film zeigen, ohne dabei eine Internetverbindung zu verwenden oder gegen das Urheberrecht zu verstoßen.